Jetzt aber zum Weltethos-Institut. Manche von Ihnen kennen diese Einrichtung vielleicht schon. Für diejenigen, die noch nicht so gut wissen, was wir da tun, ein kleiner Hinweis. Wir stehen in der Tradition des Weltethos-Projekts, das durch Professor Hans Küng aufgesetzt wurde. Insofern ist es kein Zufall, dass wir jetzt auch mit einem Moraltheologen wie Herrn Professor Hoffmann zusammenarbeiten. Also wir stehen in der Tradition eines interreligiösen, interkulturellen Dialogs, denn das Projekt Weltethos, das von Hans Küng entwickelt wurde, hat genau das zum Inhalt. Die Frage, was ist das Verbindende zwischen den Menschen aller Kulturen und aller Religionen? Diese Grundfrage charakterisiert das ganze Projekt und eben auch unsere Arbeit. Auf dieser Grundlage bauen wir auf und wir bauen vor allem Gebäude, sage ich jetzt mal vorsichtig, im Bereich der Wirtschaft und Unternehmensethik. Also Unternehmens- und Wirtschaftsethik in globaler Perspektive. So könnte man kurz sagen, das ist unsere Agenda, unsere DNA eigentlich. Und deswegen meine ich, dass die Forschungsgruppe bei uns recht gut aufgehoben ist. Ich freue mich sehr, dass wir in dieser Weise zusammenarbeiten können. Meinen Namen kennen Sie jetzt schon, Bernd Villhauer. Die anderen aus unserer Initiative- und Organisationsgruppe werden Sie im Laufe des Tages kennenlernen. Ich bin sehr froh, dass wir so viel Kompetenz in der Forschungsgruppe versammeln konnten. Und wie der Herr Präsident schon angedeutet hat, es ist Kompetenz aus den verschiedensten Bereichen. Und das sorgt für produktive Irritation. Also wenn Praktiker auf Theoretikerinnen treffen, wenn eben Börsenmanager oder Fondsmanager, wenn Vermögensverwalter, wenn Ökonomen, Ökonominnen auf Theologen, auf Soziologen, auf Politikwissenschaftler treffen, dann ist das manchmal irritierend, aber es ist eigentlich auch oft produktiv und ich freue mich sehr, dass diese irritierende Produktivität bei uns ihren Platz hat. Ich will zum Ablauf gar nicht so sehr viel sagen. Sie haben den Tagesablauf, die Agenda alle vor sich. Wir werden eben beginnen mit einem einführenden Vortrag, einem Referat von Herrn Professor Hoffmann. Und wir werden dann versuchen, die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeitsstrategie der EZB und Herr Ehrlich, ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich, wird uns auch aus EZB-Sicht diese Strategieentwicklung nochmal vorstellen, diskutieren. Seien Sie alle von mir nochmal herzlich willkommen. Es ist schön, dass Sie hier sind. Und ich möchte nicht nur die im Saal Anwesenden begrüßen, sondern auch nochmal darauf hinweisen, diese Veranstaltung wird gestreamt. Das heißt, wir haben also ein unsichtbares Publikum, das diesen Raum nochmal um ein erhebliches erweitert. Diese Menschen folgen uns jetzt hier auch. Und wir wollen eben auch hier unser Bestes geben natürlich, vor allem da die Aufzeichnung später dann im Netz stehen wird. Und wir hoffen auch auf diese Weise noch weitere Interessentinnen und Interessenten zu finden für dieses Thema, für das aus meiner Sicht der Zeitpunkt gekommen ist. Wir sind jetzt gerade in einer kritischen, in einer wichtigen Phase der auch Neuausrichtung der EZB, sage ich jetzt mal ganz ambitioniert. Und ich bin sehr gespannt, wie wir dazu beitragen können. Ich glaube, es könnten wirkliche Impulse von dieser Tagung, von dieser kleinen Konferenz heute ausgehen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich Ihnen. Gute Diskussion, eine gute Zeit in Frankfurt, in diesem schönen Gebäude. Und herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.